So, was hatten wir nochmal damit vorgehabt? Was für ein. Oder komm, wir machen zuerst den hier. Hier, das Badezimmer haben wir ja schon fertig. Hier wird die Duschnische sein. Was ich am Überlegen bin. Müssen wir aber gleich mal schauen, so dass hier einfach so ein großer Bereich ist. Dann hier so eine Glaswand von der Dusche ist. Dass man hier einfach so dann von hier so reinkommt und dann hier so diese riesige Duschkopf ist, also diese Regendusche oder wie man es nennt. Das wäre richtig nice. Und dann würde ich hier, auch wenn wir jetzt zurückgehen mal, Paneele. Würde ich hier auch gern dann mal was. Was gibt es hier für Töne? Nee. Schwarz wollen wir jetzt nicht. An sich, ich mag schwarz, aber. Oh, dann würde ich. Kräftiges Grün oder tiefgrün. Ja, komm, ich habe eine Idee fürs Arbeitszimmer unten. Arbeitszimmer, sage ich schon, Hobbyzimmer. Nehmen wir das Grün. Hier. Dann macht es mehr Sinn, wenn wir schon das Grün haben. So. Ich hoffe, das wird reichen. Vermutlich aber, so wie wir mich schon mittlerweile kennen, ich werde das wieder unterschätzt haben. So. Ah, das Stück habe ich wieder vergessen. Und so. Ja. Ja, haben wir wieder unterschätzt. So, einen Moment, da haben wir wieder die Motte. So. Ja, ich werde heute während der Aufnahmesession wahrscheinlich öfters mal von der Motte hier belästigt. So. Warte, bevor wir die verkaufen, einmal nochmal kontrollieren, dass ich auch an alles hier gedacht habe, an jede Ecke. Ja. Okay, dann können wir die jetzt verkaufen. Dann brauchen wir. Wandfarbe, grün, kräftiges Grün. So. Ne, das. Und dann hier die Decke noch.
Kann es sein, dass das Grün, was ich jetzt genommen habe, ein anderes Grün ist? Kräftiges Grün, doch, ist das Richtige. So. Können wir das hier wieder verkaufen? Hier haben wir noch ein Badezimmer. Dann haben wir hier unten, glaube ich, alle Räume fertig. Zumindest gestrichen und gestaltet. Dann ist nur noch oben. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. So, Wände, Paneele. Was wird hier gut kommen? So, einen Moment, die Motte schon wieder. Kaffee mit Milch, leichte Vanille, zartes Kakao. Nee. Was gibt's hier? Sonnengelb, samtweicher Pfirsich. Komm, wir nehmen den samtweichen Pfirsich. So. Damit wir bloß nicht zu wenig haben. Nee, das da brauchen wir. Und fange hier an. Ich glaube auch, sobald wir diese Folge hier zu Ende haben, mache ich eine Aufnahmepause, weil das Spiel fängt mittlerweile sehr stark an zu ruckeln. Ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich hier jetzt schon 7 Stunden am Aufnehmen bin, gefühlt. Muss ich nochmal nachschauen, wie lang genau. Denn wir haben es jetzt gleich schon 22:30 abends, also nachts. Und ja, ich bin heute schon seit, glaube, 14, 15 Uhr am Aufnehmen. Vielleicht einfach. Ist das schon für das Spiel oder für meinen PC, weil ich keinen vernünftigen Kühler habe dafür? Schon zu viel. Weiß ich nicht. Aber nach dieser Folge machen wir einen kleinen Break. Kleine Aufnahmepause. Und dann schauen wir, was wir. Also dann schauen wir beim nächsten Mal, was wir heute gemacht haben. So. Ja. Oh. Diese Ruckler, die gehen mir mittlerweile sehr auf den Geist. Warte mal. Ja, mein PC läuft auch gerade übelst heiß. Das heißt, dass ich dann gleich eine Aufnahmepause machen muss, so oder so. So, da nehmen wir aber noch ein paar mehr, weil wir da drinnen auch noch ein paar haben wollen. Wir wollen das drinnen genauso haben wie. Ich glaube, das könnte sogar reichen. So, hier und hier. Und so. Ah, diese Ruckler. Zum Glück spiele ich hier kein Horrorspiel, ey. Obwohl, demnächst habe ich auch vor, eventuell mit dem Sally Ghoul oder wie er mittlerweile heißt, 0 Sally 0, den Sally, müsstet ihr auch kennen, The Forest zum Beispiel oder A Way Out zusammen zu spielen.
Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal bei ihm vorbeischauen. Der, ja, ist ein guter Kollege von mir auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir noch mal ein Stück für zwei Wände. Aber schaut wirklich mal beim Sally vorbei. Der gibt auch guten Content. So, warte mal, welche Farbe waren das? Samtweicher Pfirsich. So, Wände, Farben. Das zählt unter Orange, glaube ich. Nee, dann muss es wahrscheinlich unter Gelb zählen. Warte mal. Vielleicht doch Orange? Karotte, Kirschmann, Mandarinen, feuriges Orange. Gilt das unter Rot? Oder hier? Nee. Cremeweiß? Samtweicher Pfirsich, da. Okay. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel. So. Jo. Dann füllen wir jetzt noch mal nach. Dieser Ruckler. Ja, das ist langsam schon ein bisschen zu viel für meinen PC heute. Echt schade, aber müssen wir gleich wohl die Folge auch zu Ende machen. Da sehe ich gerade was. So, neulich gekauft. Da brauchen wir wieder. Hier ist es. Da ist es. Einmal kontrollieren, ob wir auch alles haben. Ja, scheinen wir zu haben. Aber hier machen wir ebenfalls noch mal so mit Paneelen. Warte mal, die Familie hier, Familie Janssen. Mein Haus muss eine anständige Küche sein. Erst Holzmöbel sorgen für Gemütlichkeit, wir möchten mehr davon. Ein Teppich ist da, nett, aber zu wenig. Ein Schreibtisch ist da, schade, dass es nur einer ist, denn wir haben drei Kinder. Drei Kinder? Boah. Kein Müll, super. Kaum beschädigte Wände, sehr gut. Sehr sauber hier, schön. Zwei Badezimmer sind in Ordnung, doch eins mehr wäre noch besser. Ja, ihr kriegt drei Stück. Wir möchten nicht zu viel ausgeben, deswegen verzichten wir auf teure Gegenstände, vermute ich. Eine große Familie braucht zwei Badezimmer, mindestens zwei. Ich brauche mehr Schlafzimmer. Hier gibt es kein großes Familienzimmer. Es fehlt hier nur ein typischen Kinderzimmer. In diesem Haus gibt es keine Schlafzimmer. Hier gibt es keinen Platz zum Kochen. Ja, da kommt alles noch. Aber dann würde ich vermuten oder vorschlagen, wir machen hier. Hier, das hier wird das Mädchenzimmer wahrscheinlich. Helles Eosin. Blass ist rosa. Rosa Nebel. Pastellrosa. Richtiges Rosa. Indische. Komm, wir nehmen helles Eosin für dieses Zimmer hier. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das muss reichen. So, dann fangen wir hier an. So.
Das wird das Mädchenzimmer für. Wir haben ja eine Tochter da. In dem Bild zumindest zu sehen. So. Diese Ruckler, diese Freezes. Ja, die Aufnahmepause machen wir gleich. Es ist auch nicht böse gemeint, so ich liebe es eigentlich auch hier zu zocken, ein bisschen zu quatschen und so. Aber mein PC macht das nicht mehr mit gerade, irgendwie. Ihr seht wahrscheinlich auch die ganzen Ruckler, diese Freezes. Und so Anfang, wahrscheinlich vor ein paar Tagen das Let's Play, so das lief noch flüssig, so was ihr gesehen habt, vor ein paar Tagen die Folge. Und jetzt auf einmal kommen die Freezes immer mehr und mehr. Wahrscheinlich macht es euch auch dann keinen Spaß mehr so anzusehen, wenn die Freezes immer mehr werden. Ich glaube, sieht das auch noch zu wenig. Oh. So. Guck dies einmal hin, vielleicht passende Anzahl an Paneelen zu kaufen. Von vornherein. Und so. Ja, da brauchen wir nochmal zwei. Eins. Zwei, vorsichtshalber noch einen dritten. So. Ja. Ja, der dritte wird mir sogar noch einiges retten hier. Zwar werden wir nicht alles brauchen vom dritten, aber es ist immerhin einiges. Einmal noch mal kontrollieren. Ob wir auch alles haben. So wird langsam hell draußen. Ja, ist aber noch immer dunkel. Ja, dann haben wir hier alles. Und können das hier verkaufen. Das war helles Eosin an Wandfarben. So, das finde ich glaube ich hier. Nee, hier. Helles Eosin, perfekt. Haben wir direkt da vorne als erstes. So, und dann können wir hier anfangen zu streichen. Ja, natürlich muss die Farbe wieder leer sein. Jo, perfekt. Dann fehlt nur noch
das Zimmer hier. Das wird dann... ja, komm, was nehmen wir? Das soll dann das Jungenzimmer sein. Für die Jungs. Ne, vielleicht gibt es hier noch andere Farbton. Hier Orange. Feuriges Orange, Mandarinenorange, Kürbismoment, frische Karotte. Ach komm, wir nehmen Mandarinenorange. Dann würde ich sagen, allein für die Wand 3. Nochmal 3. 2. 3. Also 3, 3, 3, 2 wären 11. Vorsichtshalber machen wir 12. 2, 4, 6, 8, 10 und 12. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann fress ich einen Besen. So, jetzt stecke ich hier fest. So. So, und sobald wir das Zimmer hier fertig haben, machen wir die Aufnahmepause und lassen mal meinen PC zur Ruhe kommen, sagen wir so. Wollen wir auch noch? Wenn ich jetzt tatsächlich zu viel gekauft habe, ey, dann fresse ich ebenfalls einen Besen. Ich will nur einmal schaffen, dass ich das exakt genau so viel, wie ich brauche, kaufe. Ja, ich habe zu viel gekauft. So, hier haben wir alles. Da haben wir alles. Hier haben wir alles. Da ist alles. Da ist alles. Ja. Haben wir zu viel gekauft. Nice. So, das war aber Mandarinorange. Dann Wendelfarben. Orange. Mandarinorange. Da haben wir es. So.
Nochmal. Hoppla. So. Diese Freezes, ey. So, dann mal schauen, wie viele wir hier noch machen müssen. Das Zimmer haben wir. Das hier haben wir auch mit Badezimmer und dem zukünftigen Schrank. Haben wir hier eine Schranktür? Türen. Schauen wir uns mal alle an hier. Verglaste Schiebetür. Warte mal. Rahmen schwarz. Details schwarz, Glas, Spiegel, glänzendes Grau, Glas. Ja, dann nehmen wir Spiegel. Wird am meisten Sinn machen hier dann. So. Wenn wir hier dann Spiegel haben. Ja. Dann haben wir halt sowas hier. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas fehlt, irgendwas gemacht werden muss. Hier haben wir alles. Die Treppe können wir irgendwie nicht ersetzen, was ich echt schade finde. So, hier, das wird das Wohnzimmer. Hier wird die große Küche. Dann brauchen wir das Weiß auch nicht mehr. Haben wir ja alles. Hier. Dann hier Esszimmer. So, das Ding lassen wir noch da. Da brauchen wir ja noch. Weil als nächstes werden wir wahrscheinlich die Wände draußen machen. Hier Badezimmer. Oder wollen wir hier, die sind ja zu 6, wenn wir uns hier das angucken. Da ist Oma von irgendwen. Ehepaar um die 35 mit 3 Kindern und Oma. Also die sind zu 6. Geburtsdatum 29.01.1959. 14.01.1978 und 4.01.1983. Ich frage mich, ob das echt ist, ob man da wirklich irgendwen erreichen könnte. So. Aber dann, ja, wenn die zu 6 sind. Dann macht es wenig Sinn. Hier so einen Hobbyraum und zu machen. Dann wird das hier das Zimmer sein für die Jungs. Ne, warte. Ach. Die Kleinen sind, also die Jungs, die sind noch klein. Die scheint die älteste zu sein. Hätte ich das mit den Farben andersrum machen sollen. Ja, egal. Hätte es mehr Sinn gemacht, wäre das Zimmer für die Jungs. Und das da fürs Mädchen, weil die hätte dann ihr eigenes Badezimmer.
Ja, die hätte hier ihr eigenes Badezimmer. Aber nee, das mit dem Badezimmer ist das, was mich am meisten hier irgendwie stört, wie man das machen könnte. Ich glaube, am meisten Sinn wäre es, würden wir hier die Wand einreißen. So. Ja. Und dann so. Dann hätten wir hier alles. Komm. Und so. Und dass wir dann diese Tür stattdessen da im Wohnzimmer machen. Ja, komm, das machen wir eben noch mal schnell. Hier noch mal zurück, neulich gekauft. Ah. Wände, Wandfliesen. Wo haben wir das noch mal? Da. Ja. Yeah. Das wird hier vollkommen reichen. So. Und für diesen Bereich hier. Dann noch für das hier. Und das hier. Und das wird noch für hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und dann diese eine Fliese können wir verkaufen. So, scheint auch wieder hell zu werden. Dann brauchen wir dasselbe nochmal für den Fußboden. So, wo haben wir den jetzt? Ich gebe hier viel zu viel Geld aus für diese Hütte. Diesen. Das wollten wir. Wo haben wir sie? Da. Ja. So, und dann brauchen wir den hier auch noch mal hier. So, Wände, Paneele. Und das war kräftiges Grün hier. Tiefgrün, kräftiges Grün, genau. So. Nein. Das war tiefgrün. Kann das sein? Ja, das war tiefgrün. Ach nee. Auch noch die falschen unteren Paneele. Nein. Tiefgrün. Wieder da drauf. Ja. Das heißt, ich muss auch die komplette Decke nochmal streichen. Weil das Tiefgrün war und nicht kräftiges Grün. Ach nö. Wände, Farben. Grün, 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 da. Wo haben wir das? Tiefgrün. Tiefgrün. Schweres Grün. Machen wir zurück. Gibt's hier. Warte mal. Tiefgrün. War vielleicht das hier? Ja, das passt besser. Das sieht mehr aus nach dem, was wir da haben.
Ja, dann machen wir das hier eben schnell fertig. Ja, einmal nochmal nachfüllen. So. Das hier. Komm. Dann ist es halt so. Dann hätten wir hier alles. Hier ist alles. Ja. Ah, nicht ganz. Hier fehlt noch was. Wände, Paneele. Und dann Eosinrot war das, glaube ich. Eosin, genau. Einmal so. Dann machen wir das noch ganz schnell. Sorry, dass ich mich jetzt auch beeile. Aber ich bin jetzt für diese Folge auch schon ganz krass über der Zeit. So, dann haben wir hier solche Türen gehabt. Einmal 2 Meter. Und dann hier die schwarz, 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 schwarz. Goldene Griff, Details schwarz und Rahmen auch schwarz. So. Perfekt. Dann ist hier Badezimmer für allgemein. Am Wohnzimmer haben wir insgesamt ein Badezimmer. Hier machen wir mal die Tür zu. Ein Badezimmer. Hier oben haben wir dann zweites Badezimmer. Und ein drittes Badezimmer. Ja. Ist optional, also optimal, meine ich. Nicht optional. Machen wir mal auch die Türen schnell zu. Ja, ich glaube, dieses Mal lohnt sich nicht, irgendwie früher zu cutten. Weil ihr habt jetzt eh schon eine überlange Folge. Und wenn ich jetzt irgendwie früher Schluss mache, ja, dann muss ich irgendwie 2 Folgen zueinander schneiden. So, 2 Aufnahmesessions. Und das wird dann auch ganz komisch sein. Also, dann mache ich hier halt einmal eine Überlänge-Folge. Quatsch euch noch ein bisschen mit Blödsinn zu. So. Mache hier jetzt alles fertig und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hoppla, da wollte ich jetzt nicht drauf. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart und ciao!